noch einmal rundherum schleichen, für den Fall, dass irgendwo doch noch ein geheimes Geheimversteck wäre. Das kann ja nur Arik finden. Aber das sieht nicht so aus, als gäbe es hier sowas. Dann, nächster Raum. Da liegt schon einer. Da liegen mehrere. Kommt mal alle hier reingeschlichen. Ach, da sind wieder ein paar Krabbelspinnen. Die sind schon so gut wie tot. Sie wissen es nur noch nicht. Attacke auf die Dicke. So. Meine Lieben. Die Fernkämpfer mal bitte hier drauf konzentrieren. Itomak genauso. Palegina auch, die steht ja daneben. Oh, das war's schon wieder. Attacke. Arik hat noch gar keine Wunden, was ist denn los? Alot, arkaner Angriff. Speerspinne weg. Heieieiei, Edea, was machen sie denn mit dir? Palegina, Hand auflegen bei Edea. Ah, Edea hat da mächtig zu kämpfen gegen diese beiden Speerspinnen. Dem Manne muss geholfen werden. Wird ja auch schon. Itomak hat die im Griff. Alot hat gebombt. Alot, ach, hilf hier mal mit. Sagani, du kannst Edea helfen, glaube ich. So. Palegina hat geheilt. Hier, Attacke. So. Saganis Schuss hat geholfen. Dort angreifen. Arik, tu was. Edea, tu was. Palegina. Da, Attacke. Itomak ist auch frei, der kann dir helfen. Und Alot und Duranz schießen auch auf die da. Ah, schon weg. Dann alle mal Attacke auf die. Und alle auf die. Und da kommen die nächsten. Hurra! Wurde ja schon langweilig. Und Arik hatte Wunden. Jetzt geht's rund. Wo stehst denn überhaupt, Arik? Nimm dir mal diese Speerspinne zur Brust. Was war das? Itomak weg, schade. Speerspinne weg, nicht schade. Arik. Die da. Nein, der da, der will zu den Fernkämpfern, der spinnt wohl. Alle Fernkämpfer gehen mal bitte weg. Und helfen Arik. Edea und Palegina haben den Rest da gut im Griff. Palegina, jawohl, so. Und Arik schafft den Käfer alleine, vor allen Dingen, wenn ihm die Fernkämpfer helfen. So, Arik. Kannst du hier mal ein bisschen treten? Arik? Hast du keine Lust, hier den Griff der Qual auszuprobieren? Macht doch viel mehr Spaß. Oh, Palegina wird ja zerrissen. Hand auflegen bei dir selbst. Und Arik geht's auch nicht gut. Die Käfer sind stark. Aber nicht stark genug. So. Alle auf den Waldkäfer, der lebt noch. Bumm. Und alle auf den letzten. So, ihr Käfer, das hattet ihr euch auch anders vorgestellt. Dachtet wohl, die Spinnen haben mich hier bzw. meine Helden weich genug geklopft, dass ihr eine Chance habt. Habt ihr aber nicht. Eine Spinnengiftdrüse, finde ich. Die gesprenkelte Giftdrüse einer Spinne, prall gefüllt mit tödlicher Flüssigkeit. Und einen Käferpanzer.
der segmentierte, rüstungsähnliche Panzer eines sehr großen Käfers. Und ein Speerspinnenbein, das hatte ich schon mal gelesen. Und weitere drei Speerspinnenbeine. So. Arik, schleich herum. Da ist ein Toter. Der hat ein Schwert bei sich. Ja, das sieht man sogar auf dem Bildchen. Jetzt hat er es immer noch in der Hand. Wie unlogisch. Findet sich irgendwo irgendwas? Ein geheimes Geheimversteck in irgendeiner Ecke? Das sieht im Moment nicht danach aus. Wo kamen denn diese Käfer her? Da ist eine Leiche. Mit erfreulich viel Gold. Und da ist eine Tür und dieser Raum führt zur nächsten Spinne. Na dann. Oh. Attacke. Und weg. 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 Spinnen, das muss besser werden. So habt ihr keine Chance. Drei Speerspinnenbeine gibt's da und alle Helden schleichen mal. Das war gerade unabsichtlich, dass ich in den Kampf gestolpert bin. Arik, schau dich um. Schau um die nächste Ecke. Da waren die Spinnen. Was ist da noch? Hier ist Ende im Gelände. Eine Kiste mit Kupfer und einem Trank der Infusion mit Lebensessenz. Und solche Tränke gehen mal alle zu Palegina. Und hier ist ein Räumchen, da war ich noch gar nicht drin. Da sind noch weitere Käfer. Also bitte alle mal da sammeln. Im Schleichmodus. Ach, ich hätte auch die Tür aufmachen können. Naja. So, reinschleichen. Da sind ein paar Käfer. Ein paar viele. Bing, die haben mich gesehen. So. Ich würde mal sagen, ich mache erstmal die Kleinen weg. Arik, tritt. Und tritt. Und weg. Und tritt jetzt dort bitte. Und da, Palegina, Hand auflegen bei dir selber. Alle greifen dort an, außer Palegina, die kann mal dort bleiben, das stimmt schon. Und weg. Palegina Hand auflegen bei Edea. Alle anderen. Auch Itumak. Angriff auf diesen Käfer. Damit die Flankierung weggeht. Und da ist sie weg. Alle auf den da. Oh, die haben es echt drauf, die Käfer. Aber nicht drauf genug. Palegina weg. Arik hat Wunden. Und wird sie benutzen. Und nochmal. Und weg und Angriff. Und Angriff. Und ihr da hinten bitte auch alle. So. Ja, die Käfer sind schon heftig. Da habe ich noch schlechte Ausrüstung. Weil eigentlich sind die gar nicht schwierig. Ich finde 6 Käferpanzer.
Und Arik findet hoffentlich auch noch irgendwas. Hier. Ein bisschen Kupfer, einen Mondstein und einen Trank der Infusion mit Lebensessenz. Und hier ist eine verschlossene Tür, die kann geknackt werden. Das gibt Erfahrungspunkte. Und da gibt es eine Flasche Blackson. Und mehr gibt es hier gar nicht. Kurzer Blick auf die Karte. Nein, auf die Karte. Ja, den größten Teil habe ich schon erforscht, glaube ich. Liebe Helden, noch seid ihr nicht so schwach, dass ich rasten muss. Also hier lang. Schleichen. Geht mal da rein. Da gibt es einen Kokon mit ein bisschen Kupfer. Und da gibt es die nächste Spinne-Attacke. Zagani vor allen Dingen. Ach, da kommt die Mama. Na, die kriegt auch eine auf die 8 Hinterbeine. Alle auf eine. Bestiarium-Fortschritt, Elfenbeinspinne, 100%. Jetzt konzentrieren sich mal alle auf die da. So, Arik hat Wunden. Wenn die Dicke sich mit dir anlegen möchte, da hast du genau den richtigen sich gegriffen. Paligina, Hand auflegen bei dir selber. Alot. Arkaner Angriff. Was war das? Itomak, nein. Itomak tötet die Spinne. Sehr gut. So, Paligina, einmal Hand auflegen noch bei Arik, bevor du selbst gleich umkippst. Arik tritt. Alot, Arkaner Angriff. Da so hin. Sagani, Itomak, Duranz und Edea. Alle dort irgendwie angreifen. Und weg. Und jetzt ihr alle dorthin. Arik, hast du gerade die Handauflegungsaktion bekommen? Ach, die kommt erst, okay. Paligina steht nämlich nicht mehr lange. Paligina. Flamme der Hingabe. Und Attacke. Was war das? Ja, Paligina weg. Was war das? Itomak tötet Speerspinne. Ihr da alle auf die Elfenbeinspinne. Arik kommt mit der Dicken alleine klar. Genau. Spinnenkönigin weg. Jetzt da noch einmal drauf treten und dann alle auf die Elfenbeinjungspinne. Und auf die da. Alles gut, keine Probleme. Paligina ist jetzt leider verstümmelt, das heißt, sie kann ich im nächsten Kampf nicht mehr einsetzen. Eine Spinnengiftdrüse, ein Speerspinnenbein. Und hier schließlich eine Spinnendrüse. Und was ist das? Der Eutreacht, ein einzigartiges, einhändiges Stilett. Und dazu heißt es. Eutreacht gehörte einst einem angesehenen Militärausbilder in der Hauptstadt Aedyrs. Der Ausbilder war ein Medium, dessen Gaben von seinem Reich nur selten genutzt wurden. Es frustrierte ihn, dass seine Vorgesetzten nicht erkannten, welches Potenzial er und andere Medien besaßen, wichtige Missionen auszuführen, die sonst niemand ausführen konnte. Er begann, diese Meinung öffentlich kundzutun. Seine Ansichten wurden zunehmend subversiver und radikaler, bis er aufgrund seiner ungenehmigten Aktivitäten schließlich wegen Hochverrats angeklagt wurde.
Der Offizier und der Trupp, die ihn verhaften sollten, unterschätzten ihn jedoch ebenso, wie das Reich es stets getan hatte. Nur mit dieser Klinge und den Gaben seines Verstands tötete er sie. Er floh aus der Stadt und begann ein Leben als Duellant, besessen davon, jeden von seinem Potenzial zu überzeugen, der dieses anzweifelte. Sein Leben endete schließlich wie das eines jeden Duellanten, und das Potenzial, von dem er so oft gesprochen hatte, blieb genau das: unerfülltes Potenzial. Das Messer trägt noch immer den Abdruck seines Verstandes, und wer es in den Händen hält, sieht häufig die Manöver, die der ursprüngliche Besitzer ausführte, um seinem Gegner den Todesstoß zu versetzen. Manche sehen dies als Fluch an, viele halten es aber für einen Segen und nutzen diese Erfahrungen, um das Potenzial des Messers besser auszuschöpfen. Wären der Griff und der Knauf nicht so abgewetzt, würde Eutrejacht neu wirken. Die scharfe Klinge ist perfekt austariert und geschliffen, ohne eine einzige Kerbe. Und das ist eine Waffe, die Ausdauer entzieht. Und damit sehr, sehr, sehr interessant für Palegina. Die Giftdrüse geht ins Versteck. Und Palegina, wo bist du denn? Da. Du bist zwar nicht ausgebildet am Stilett, aber trotzdem nimmst du den in die Hand. Sieht ein bisschen, naja, harmlos aus. Aber das stellt Ausdauer wieder her. Und die Klinge Flüstern des Jenwalds, die brauche ich nicht mehr. Die wandert ins Versteck. Ja, das war's hier an der Stelle. Da gibt's noch was. Arik, Schleiche. Da ist noch ein Kokon mit ein bisschen Kupfer. Da ist eine Lupe. Diese aufwendig gefertigte Säule scheint viel älter als das sie umgebende Gebäude zu sein. Sie ist verwittert und mit matter Patina überzogen. Und hier hinten hat die dicke Spinne gehaust. Da ist noch was. Kommst du da ran? Ja. Oh, eine winzige Spinne, ein Begleittier. Diese taschengroße Spinne ist deutlich kleiner als ihre wild lebenden Verwandten. Ihre kleinen Äuglein sind überraschend aufmerksam und klug. Wenn du sich ihr näherst, blickt sie zu dir auf. Aha. Na. Das probiere ich mal aus. Nee, das geht nur bei Arik. Die untote Katze wandert ins Versteck. Und da ist die kleine Spinne. Naja. Was ist das hier oben? Ein Gerüst. Ja, mehr ist hier nicht. Hier ist eine Tür. Da komme ich aber jetzt hier nicht durch. Da muss ich erst noch tiefer steigen und dann wieder nach oben. Hier ist dann noch ein Gerüst. Und eine große Adra-Hand. Und da geht es dann auch wieder nach oben. Aber nicht jetzt, Karte. Ich muss noch hier an dieses Räumchen im Nord. Nein, im Norden einfach nur. Und dann da unten im Südosten. Alle Helden sammeln sich mal bitte da. Na komm schon, Arik. Palegina, geht bitte da irgendwo hin. Und mach die Tür hinter sich zu. Du kämpfst jetzt nicht mehr mit. Die anderen werden das schon irgendwie schaffen. Schleichen. Was ist das? Ein Plünderer. In meinem Keller ein Plünderer. Geht's noch? Ja, noch ein paar mehr. Goldpacktritter. Plünderer. Das ist ein kleiner Schurke bestimmt. Ah, es wird schon irgendwie gehen. Stellt euch mal schlau auf. Eder. Arik. Eder. Wieso ist ein Arik vorne? So rum. Arik, dahin. Und Alot dorthin. Itumak dahin. Duranz dahin. Und Sagani darf mal schießen. Auf den kleinen Fiesen da. Und weg.
Und Duranz wirkt sicherheitshalber mal einen geweihten Boden. Das kann nicht schaden. So. Arik greift sich den. Die Fernkämpfer. Sagani, Duranz, Alot. Ah, die haben auch miese Fernkämpfer hier dabei. Dort schießen. Sagani mit den besonderen Schüssen. So. Alot kann eigentlich erstmal den arkanen Angriff auspacken. Ja. Und Edea schmeißt mal einen um. Ne, Edea benutzt mal die Bronzehornfigur. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Mal dahin, wenn das geht. So, das geht. Ah, da habe ich einen Animaten. Ja, ihr lieben Plünderer, das habt ihr auch nicht erwartet, wa? So, Arik hatte Wunden. Steht mittendrin. Attacke auf diesen Plünderer. Edea, schmeiß mal einen um, zeitweise. Alot, Duranz, Sagani schießen grundsätzlich weiter auf die Plünderer. Alot macht aber grundsätzlich erstmal den arkanen Angriff und Sagani hat noch einen guten Schuss. Der erste Plünderer ist weg. Alle Fernkämpfer und der Animat auf den zweiten Plünderer mit Armbrust. Edea versucht einen umzuschmeißen immer noch. Arik hat viele Wunden und wird sie benutzen. An dem da zum Beispiel. Der kann doch nichts, der Kleine. Attacke. Und weg. Edea hat geholfen. Und jetzt hier auf diesen kleinen Miesepeter. Und Edea schmeißt den da um. Und weg ist er, der Kleine. Damit ist auch die Flankierung weg. Und Arik beschäftigt sich mal mit diesem Goldpack-Ritter. Und der Plünderer ist weg. Ihr helft auch und ihr Fernkämpfer sowieso. Und Attacke. Und die Wunden werden weniger. Und er heilt sich. Jetzt ist er weg. Oh, Palegina, du bleibst bitte, wo du bist. Nicht, dass du dir noch aus Versehen einen Hieb einfängst. Oh, da ist ja noch einer. Alle auf den letzten. Mach mal hier irgendwas, Alot. Mach mal eine nekrotische Lanze zum Beispiel. Naja, geht so. Angriff. Arik hat zwei Wunden. Ah. Da war der Plünderer schon weg. Palegina darf wieder dazukommen und es wird geplündert. Ich finde eine Kutte, einen Nasalhelm und einen Dietrich. Der Dietrich geht zu Arik, der Rest ins Versteck. Arik schleicht und findet hier einmal Goldrot Prim und eine gefütterte Haube. Das war ja dürftig, diese Ausbeute. Da ist noch ein Gerüst mit einer Leiche. Die hat einen Froschhelm, einmal Getreide und ein bisschen Kupfer, alles ins Versteck. Und hier ist so eine Trittplatte und öffnet den Hintereingang zu Merwalds Kammer, aber da ist ja schon keiner mehr drin. Mehr ist hier nicht zu holen. Karte. Dann geht's da unten weiter. Alle Helden sammeln sich. Außer Palegina, die bleibt mal wieder hinten. Nein.
Nicht rasten. Schleichen. Da ist was. Ah. Ach, hier ist gar keiner mehr. Na, dann kann Palegina auch dazukommen. Arik. Was findest du? Du findest hier in diesem Knochenhaufen einen schwachen Ring der Abwehr. Und mehr nicht. Nee, das war alles. Ja, dann, lieber Arik, schau mal ins Inventar. Ein Ring der Abwehr, den kann Sargani noch gebrauchen, glaube ich. Mal schauen. Sargani, funktioniert der? Ja, der funktioniert. Gut. Karte. Dann habe ich die erste Stufe der endlosen Pfade von Odnuwa abgeschlossen. War gar nicht schlimm. Und die Helden gehen jetzt hier mal raus, um diese Luke aufzumachen. Und dann bin ich wieder im Burghof von Khednuwa und habe jetzt hier die Abkürzung durch die Luke. So. Liebe Helden, ihr müsst rasten. Das könnt ihr gleich mal jetzt machen. Und Zeit für ein Lagerfeuer im Burghof. Das heißt, dass mal wieder gesprochen werden kann. Zuletzt hatte ich ja mit dem guten Durans gesprochen. Der ist immer noch dran. Dein Gesicht ist voller Not. Durans schnaubt verächtlich. Pff. Ich glaube, es würde platzen, solltest du nicht sprechen. Ich hatte einige Fragen, die ich dir stellen wollte. Und dann hatte ich ihn ja schon mal gebeten, von Magran zu erzählen. Erzähl mir von Magran. Das hatte er schon mal gemacht, aber irgendwo gibt es hier noch eine weitere Option, glaube ich. Wenn ich hier sage, mehr wollte ich gar nicht besprechen. Moment nochmal. Durans. Magran. Gibt es hier irgendwo noch etwas, was ich noch nicht gefragt habe? Nee, eigentlich nicht. Doch, hier. Ich könnte sagen, mit Abidon bin ich vertraut, was natürlich nichts nutzt. Und gibt's noch irgendeine Gesprächsoption? Noch irgendwas über Magran? Wer sind ihre Feinde? Du regst großen Groll gegen sie, kann ich noch fragen. Sie und ihr Klerus bieten den Eotasiern seit seinem Tod seiner Erniedrigung Unterschlupf. Sie nehme ich mir als nächstes vor. Ja, gut. Noch irgendwas über Magran? Ja, dann will er nicht mit mir sprechen. Und dann habe ich hoffentlich jetzt mal bald alle Optionen durch. Da war jetzt nichts, was ich noch nicht gelesen hatte. Aber diese Gesprächsoptionen, die werden ja erst dann dunkel, wenn man alles, was dahinter liegt, einmal angeklickt hat. Und bei dem guten Durans gibt es in dem Gesprächsbaum ja so verschiedene Möglichkeiten dann und wann. Und deswegen muss man manche Gesprächszweige doppelt durchlaufen, damit man mal alle Varianten durch hat, bevor das dann irgendwann mal dunkel wird. Ich hoffe, das habe ich jetzt gerade mal geschafft. Und dann war es das auch schon für dieses Lagerfeuergespräch. Ich will erstmal Durans fertig kriegen mit dem Gespräch, bevor ich einen anderen voll quatsche aus meiner Heldengruppe. Also, rasten. Alles wieder gut. Bitte mal in die Herrenhalle. Und hier kurz mal zum Händler. Ein Allgemeinwarenhändler. Ich grüße. Interesse an einer neuen Klinge? Vielleicht einer Axt? Wer gerne durch die Welt reist und Abenteuer erlebt, der findet bei mir, was er braucht. Oder vielleicht ein paar Zutaten und Gewürze? Ich habe auch Öle und Tinkturen für Wunden und Verletzungen. Möchtest du dich umsehen? Zeig mir deine Waren. Na toll, er hat Rastvorräte, Seil und Enterhaken. Und so ein paar Tränke. Kann ich ihm mal alle abkaufen? Das ist aber
teuer. Das ist ja tierisch.